freue mich außerordentlich, dass es geglückt ist, die Verleihung der Friedrich-List-Medaille an Professor Dr. Werner Sinn hier in Frankfurt stattfinden zu lassen. Und das noch in einer Umgebung, die, ich sage mal, ehrwürdig ist und passend ist, nämlich im Kaisersaal, im Römer. List noch in Frankfurt spontan den Allgemeinen Deutschen Handels- und Gewerbsverein gegründet, die erste Interessenvertretung deutscher Kaufleute. Professor Sinn ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch, ein großartiger Wissenschaftler, ein Mann, der auch raus aus dem Elfenbeinturm der Theoretiker gegangen ist, rein in das Leben, nämlich auch in die Talkshows und hat dort für seine Position gefochten. In einer klaren, allgemeinverständlichen Sprache hat er selbst die kompliziertesten Probleme wie Target-Salden der EZB auf den Punkt gebracht. Die Menschen haben es verstanden. Er hat Ökonomie allgemeinverständlich den Menschen dargebracht und auch aufgedeckt, wo politische Fehlentscheidungen mit ökonomischen Gesetzmäßigkeiten kollidierten. Wir sind weiterhin gefroren. Herzlichen Dank. Und dann stimmen wir nochmal ab. Dann hätten wir, wie man so neudeutsch sagt, eine Win-Win-Situation. Wir hätten die Briten möglicherweise wieder drin und wir hätten ein System, das dann wirklich funktioniert und nicht zur Erosion der Sozialstaaten führt. Ich denke, dass List diesen Vorschlag gut geheißen hätte und ich würde mich freuen, wenn Sie es auch tun. Vielen Dank. Herr Professor Sinn, der BDVB zeichnet Sie ja heute Abend aus für Ihr Lebenswerk als Ökonom. Jetzt sind Sie ja noch in der vollen Schaffenskraft. Wie fühlt sich das für Sie überhaupt an heute Abend? Och, ich kriege so viele Prügel, dass das durchaus schön ist, wenn ich auch mal gelobt werde. Es geht ja danach hoffentlich noch weiter. Ich arbeite gerade an einem Buch, das in der Tat so eine Art Rückblick auf mein wissenschaftliches Leben ist. Ja, es ist ja viel passiert, auch in der Politik, in der Wissenschaft, und das ist miteinander verwoben, weil ich immer versucht habe zu reagieren, und das habe ich jetzt mal so aufgeschrieben. Das Buch wird im Frühjahr erscheinen. Und dann ganz lieben Dank für Ihr Statement. Gerne. Kein Bitcoin. Echt beschürftes Gold. Da waren keine Computer am Werk, sondern Menschen, die da ein Loch gegraben haben.